Die 180 Fahrer bei den 24 Stunden von Le Mans 2018 können gemeinsam mit ihren Teams am kommenden Sonntag erstmals Kontakt zur leicht veränderten Strecke aufnehmen. Am offiziellen Vortest besteht die einzigartige Möglichkeit, die Fahrzeuge auf die Besonderheiten des auf 13,626 Kilometer verkürzten Circuit des 24 Heures einzustellen. Le Mans lässt sich nicht simulieren, nur gewisse Eigenheiten trifft man in ähnlicher Form vielleicht in Aragon oder Monza an, sagt ein erfahrener LMP1-Techniker. Das schnelle Geschlängel nach Start und Ziel, die langen Geradeausfahrten zwischen den Schikanen auf eigentlich öffentlicher Straße, die berühmten Porsche-Kurven, die legendäre Strecke von Le Mans erfordert besondere Aerodynamikpakete und Erfahrung von Piloten und Teams. Nur am kommenden Sonntag können die Fahrer zwischen 9 Uhr und 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr die reale Welt an der Saate kennenlernen. Die Teilnahme am Testtag ist für alle Teams obligatorisch, denn der sogenannte Prätest bildet den Auftakt zur Veranstaltung 24 Stunden von Le Mans 2018. Rookies müssen im Rahmen des Testtages verpflichtend mindestens 10 Runden, darunter 5 gezeitete Umläufe, fahren, um für den Einsatz im Rennen zugelassen zu werden. Der Veranstalter ACO macht keine Ausnahmen. Auch die Superstars Fernando Alonso, Toyota, Jenson Button, SMP und Juan Pablo Montoya, United Autosports, müssen Pflichtrunden fahren. Rookie-Regel gilt auch für F1-Legenden. Die Rookie-Regel greift für alle Piloten, die entweder noch nie auf dem Circuit des 24 Heures gefahren sind oder in den zurückliegenden 5 Jahren nicht mehr am Start waren. Amateure mit dem Fahrerstatus Bronze müssen die Pflichtrunden sogar nach nur einem Jahr ohne Le Mans wieder absolvieren. Vor dem ersten Start an der Saate müssen alle Piloten zudem einen Simulator-Test hinter sich bringen. Dabei werden vor allem die besonderen Prozeduren mit mehreren Safety-Cars oder Slow-Zones durchgespielt. Für den Testtag dürfen die Teams bis zu 5 Piloten pro Fahrzeug nennen. Toyota nutzt dieses Angebot und hat Fernando Alonso, José María López und Testpilot Anthony Davidson für den Einsatz in beiden TS050 angemeldet. Andere Teams wollen ihre Ersatzpiloten auf einen möglichen Einsatz vorbereiten. United Autosports setzt Wayne Boyd ein, bei G-Drive darf Alex Imperatori ran, Porsche lässt Dirk Werner fahren und die neue GTE-Mannschaft von Project 1 hat Nick Jalloli in der Hinterhand. Die Teams hoffen auf stabile Wetterbedingungen am kommenden Sonntag. Die Prognosen zeigen, dass es am Testtag warm werden soll, aber auch die Gefahr von kurzen Schauern und Gewittern am Nachmittag besteht. Aktuellen Daten der Wetterdienste zufolge soll es in der Rennwoche sonnig sein, allerdings mit etwas kühleren Temperaturen um die 20 Grad Celsius. Punkt. Für ACO und FIA ist der Testtag wichtig für die Sammlung weiterer Daten, um möglicherweise Anpassungen an EOTL MP1 oder BOP GTE vornehmen zu können.